Ja, hallo, ich grüße euch. Kleines Update zur Matrix 96. Na, da hat er ja vorne das Drehgestell so ein bisschen geklemmt. Da habt ihr mir super viele Tipps gegeben. Vielen herzlichen Dank schon mal dafür. Ich habe mir das heute noch mal genauer angeguckt. Hatte da unten noch so ein bisschen was auseinandergebaut an dem Drehgestell unten, weil ich ja vermutet hatte, dass ein Rad, sprich hier dieses Rad allerdings auf der rechten Seite, das ein bisschen schief auf der Achse gestanden hat. Dem war dann doch nicht so. Ne? Ja, was habe ich jetzt gemacht? Fehlersuche. Ich habe erstmal, weil das auf der rechten Seite ja meine Vermutung war, dass das geklemmt hat, dieses Teilchen hier, frag mich, wie das heißt, keine Ahnung. Na. Also dieses Teilchen hier auf der rechten Seite, ne? Kurbelstange, was weiß ich, Übertragung und tralala, Viechteil, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall hier mit einer, weiß nicht, 2 mm irgendwas, M2 oder M1,5, keine Ahnung, was das ist, Mutter, ist dieser Kram hier festgeschraubt. Das hatte ich mal abgemacht, sprich allerdings auf der rechten Seite und habe dann mal, also dadurch ist dann weggefallen, dieses Teil hier und diese Schieberstange, Stange, die auf jeden Fall die Stange, die jetzt in den Zylinder reinläuft. Ne? Die Stange ist dann weggefallen und das heißt, ich hatte nur diese Pleuelstange, die die Räder verbindet, waren da dran. Dann habe ich den ganzen Kram bewegt und dann war auf einmal dieses Klemmen komischerweise weg. Ja, heißt, es musste ja irgendwas hier mit diesem Kramszeug zu tun haben, mit der Steuerung. Allerdings, wie gesagt, auf der rechten Seite. Ne? Ja, gut, dann habe ich das wieder da dran gefrickelt, diesen Kram, die Mutter drauf geschraubt. Ja, und dadurch hat sich das Teilchen hier, ich spreche jetzt natürlich immer von der rechten Seite, wahrscheinlich ein bisschen anders aufgesetzt. Und auf einmal lief das ein bisschen leichter. Ja, habe ich mich natürlich gefreut. Dann diese Mutter festgezogen, lief es ganz gut. Dann habe ich das Ganze nochmal mit so ein bisschen Teflonöl eingefettet. Die ganze Gemere hier, überall, wo da ein Gelenk ist, eine Bewegung und ein Ding, wie sagt man denn jetzt hier? Na, also, ihr wisst schon, was ich meine. Schraube, Befestigungsteil, überall, wo sich was bewegt hier. Ne? Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Teflonöl dran gemacht und jetzt scheint das Gerät zu laufen. Ich hatte es auf jeden Fall eben mal bewegt und da ging das ganz wunderbar. Ich lasse den Apparat mal ganz langsam fahren. Würde mich natürlich jetzt wundern, wenn der Vorführeffekt jetzt wieder nicht funktioniert, aber ihr seht, Abela, Entschuldigung, das Gerät bewegt sich da, ne? Das Adhox klemmt da nichts. Das sieht schon mal gut aus. Ach so, was habe ich noch gemacht? Auf der rechten Seite, da liegen ja auch die Radschleifer an. Und das war halt immer dieses Rad, rechte Seite. Diesen Radschleifer habe ich ein ganz kleines bisschen weggebogen, sodass der nicht so fest an das Rad andrückt. Das könnte eventuell auch noch was gebracht haben, aber wie ihr seht, der Apparat funktioniert da jetzt. Ne? Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Das ist schon mal klasse. Das ist Teil 1, was ich euch zeigen will. Ja, Nummer 2, was ich euch zeigen will, ihr seht schon die P10 hier auf dem Gleis. Fahre ich mal lang. Da geht das da weiter. Denn heute sind meine Achsen gekommen und die letzten beiden Waggons, die sind jetzt hier auch fertig beleuchtet. Dazu zeige ich euch auch mal was. Da habe ich nämlich mal was Neues ausprobiert. Hoffe, dass man das halbwegs sehen kann. Bemühe mich mal. Ja, kann man das hier richtig sehen? Ey? Wahrscheinlich kann man das nicht richtig sehen. Das mal irgendwie anders da halten. So, was habe ich hier anders gemacht? Ich mache ja normalerweise, nehme ich ja Litzedraht, den ich um die Achsen drum wickle, als Stromabnahme. Ne? So, und jetzt habe ich ja schon vielen Kollegen gehört, ja, die nehmen da irgendwelche Adernenthülsen und ziehen dann ein Rad ab und stecken die Adernenthülse auf die Achse und löten dann halt da irgendwie ein Draht dran. Würde wesentlich besser laufen, besser funktionieren. Ja, sowas Ähnliches wollte ich auch mal ausprobieren. Allerdings habe ich keine Lust, immer hier die Räder abzuziehen. Deshalb habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einfach einen Messingstreifen, Messingblech,
Das ist von, sag ich mal, meinen Waggons und Loks und irgendwas, was da so Bleche drin sind, so schmale Blechstreifen. Die habe ich einfach wie so eine Art Hülse gebogen, habe die hier um die Achse drum gesteckt, noch ein bisschen zusammengebogen, ne, damit das Ding nicht abfällt, ja, und habe dann da einfach hier ist das dran gelötet, sprich hier eine Litze rüber gelötet von Blechhülse zu Blechhülse und da dann Draht dran gemacht und fertig. Das geht relativ einfach und Vorteil ist, die Achsen laufen super leicht. Na, das ist jetzt mal eine andere Version, wie man das hier mit den Stromabnahmen bewerkstelligen kann. Geht also ganz leicht. Ne? Wie gesagt, Messing, Blech oder kann auch Kupfer sein, ist wurscht egal. Einfach da drum biegen. Das habe ich mit einer so einer Rundkombizange habe ich das gemacht. Ne? Eingeklemmt, rumgewickelt und zack, bumm, da war das Zeug da dran. Ne? Und das funktioniert eigentlich auch super. Gut, das nur so nebenbei. So, die ziehen wir nochmal so ein bisschen den Kreisverkehr. Ja, da kommt die 96. Alter, sieht zum anderen Video her, sieht das schon wesentlich besser aus. Ne? Das läuft da schön mit das Drehgestell. So soll das sein. Ganz hervorragend. So, und ich denke mal, der Zug jetzt mit den 7 Waggons, das ist auch eine feine Sache. Ordentliche Länge, so gefällt mir das auch gut. Hi, Hermine. Na, du Freihörnchen. Wo ist die Kuckuckkatze? Für mich, Schatzi. Ja, das Rollmäppchen. Ja. Lass uns mal da oben ein bisschen gucken, ey. Oh, kleine Hermine ist auch mal wieder da. Will sich auch mal den Zucker angucken. Oder nicht. Das versteckt sie sich da unten. Hi, Hörnchen. Na, Süße. Na, ja, ist gut, Schatzi.
Na du? Ja, Hermine springt mir gerade auf die Schulter, auch sehr angenehm. Na süß, hüpf mal darüber. Oh Mann. Ja, eine Quarktasche, sitzt da an. Also da bin ich echt super froh, dass die 96 jetzt ordentlich läuft hier. Na, das ist echt klasse. Macht das gleich wesentlich mehr Spaß. Es fällt mir nur ein, die hat ja eigentlich auch Sound, ne? Den hatte ich, könnte ich eigentlich auch mal anmachen. Peinlich. Okay, na gut. Also ohne Sound fährt die auch, ne? Also geht auch mit Sound, das seht ihr mal, ich bin das gar nicht gewohnt, dass ein Ding Sound hat, ne? Hab den gar nicht angemacht. Da habe ich natürlich noch nicht dran eingestellt, da habt ihr mir auch viele Tipps gegeben, von wegen Dampfschläge zur Radumdrehung und so weiter. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert, das muss ich bei Zeiten mal machen. Deshalb hört es sich immer noch so an, wie es sich vorher angehört hat. Gut. Hermine, da kommt dann zu. Weg da. Oh, oh. Tschüss. Danke. Boah. Und boom, das war der dicke Bollerkopf hier, ne? Hörmchen, pass doch ein bisschen auf, ey. Hat sie sich den Kopf angehauen, die alte Eule, ey. Ja, da unten ist die Vivi. Hi, Vivi. Na ja, haut wieder ab. Ich glaube, der ist das so laut hier. Also seht ihr mal, Sounddogs auch nicht so toll. Und die Katzen hauen ab, die mögen das auch nicht so. Ach, Hörmchen, was ist denn los? Hi Vivi, na du Süße, hallo Vivi. Ja, da ist ihr Mini, das am Schreien. Gut. Ja, da sind die beiden Loks wieder zurück von ihrer kurzen Testfahrt. Wie gesagt, das ist erfolgreich, freue ich mich super drüber. Ja, der Preußenzug hat jetzt eine ordentliche Länge. Ne? 7 Waggons, ganz stattlich. Freue ich mich auch drüber. Sieht auch gut aus. Kann ich mal sagen, 2 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Supi. Ja, das funktioniert auch. Hervorragend. Ja, Viviana ist auch da. Hi Vivi. Ja. Okay, wie gesagt, sehr zufrieden mit den Dingern hier, dass das Gerät jetzt ordentlich läuft und dass das auch alles wunderbar. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die vielen, vielen Kommentare zu der 96 bedanken. Natürlich auch zu allen anderen Kommentaren, die ihr mir immer so fleißig schreibt. Finde ich total klasse. Freue ich mich immer total drüber. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch schon mal eine weiterhin schöne Vorweihnachtszeit. Muss mal sehen, ob bis zum Weihnachtsfest noch ein Video kommt. Mal schauen.
aber auf jeden Fall bis zum neuen Jahr oder bis Silvester, sage ich mal, kommt auf jeden Fall noch was. Daher sage ich noch nichts von wegen neues Jahr, das mache ich dann im nächsten Video. Auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich euch definitiv jetzt schon mal, weil Vorweihnachten haben wir ja. Ne? Ja, wünsche euch viele schöne MOBA-Geschenke. Hoffentlich ist was Gutes dabei für euch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.